am 8.10. in München auf der Filmpremiere von Seo und seiner Crew. Und ich habe ein bisschen gevloggt, aber nicht wirklich so viel. Ich dachte mir trotzdem, ey, ist ein cooles Video. War ein cooler Tag so. Deswegen dachte ich mir, mache ich mal so einen kleinen Vlog zusammen. Zeig ein bisschen, was da so abgegangen ist. Grätschieren da ein bisschen rein und erklär ein bisschen, was da so war. Und ja. Viel Spaß. Freunde, wir haben es finally geschafft. Look, wer da ist. Übrigens, ich habe für Zeon ein Geburtstagsgeschenk gekauft. Ulmer Goldochsen. Jetzt weiß ich, was ich vergessen habe. Normalerweise würde ich auch mit der Kamera filmen, aber heute darf ich halt die Akkus nicht verballern. Freunde, ihr denkt euch jetzt bestimmt, warum zum Fick bin ich und Patrick nochmals weggehen. Mal gucken, ob du überhaupt draufhältst. Warum zum Fick wir beide eingeladen wurden auf eine Filmpremiere, sagt ihr euch Patrick jetzt. Was soll ich sagen? Weil wir unter anderem mit aushelfen, das Ganze jetzt mal aufzubauen, bevor es losgeht. Fangen jetzt dann an und in einer Stunde geht es los. Jetzt sind wir hier in München und das Geile ist, wir haben sogar VIP-Tickets. Das heißt, wir dürfen danach noch mit den ganzen Leuten noch chillen. Und es gibt auch noch eine Aftershow-Party nachher. Und da sind wir mit eingeladen. Ja, ich bin mit vielen Leuten. Ja, das ist hauptsächlich. Also was heißt hauptsächlich? Das ist, ich meine jetzt, das ist das Einzige, was sich anders ist. Sonst ist ja... Ja, ich finde es einfach geil, so yo, auf dem Biergarten mit ein paar coolen Leuten so. Und auch wieder mal ein paar bekannte Gesichter mal wieder mal sehen. Es ist einfach schön, keine Ahnung. Ich bin richtig hyped auf jeden Fall. Zeo kommt, Yoshi kommt, ein paar von Zeo Switch Mods, Iblali, Bübi, Shimtex, das Nero, Steve. Tigger. Mein Hals. Wir sind da. Das ist halt, lol, das ist halt echt einfach unser Theater, Digga. Lull. Einfach zu kommen hier rein. Ach, da ist er. Hallo. Hi. Skit. Sehr gut. Ich helfe jetzt gerade spontan aus, deswegen habe ich gerade nur kurz Zeit. Schaut euch mal diesen abgefuckt krank geilen Saal an. Also wirklich wow. Einfach nur wow. Hallo. Ey, ich habe mir gegönnt. Was hast du dir gegönnt? Nachos mit Salz. Die haben keinen Käse. Voll schade. Perfekt. Junge, ist lecker. Freunde, mittlerweile ist Käse gerade komplett. Es ist gerade so viel los. Da ist vor allem Lade, hier ist Carina. Wir mussten gerade einen Tisch wegtun, weil wir keinen Akkuschrauber dafür haben. Lisa und Patrick machen jetzt ganz schnell noch die ganzen Getränke fertig. Da hinten ist eine riesige Menge. Ah, ist göttlich. So, hier. Ja, ja. Sorry. Du bist nicht so wichtig. Es ist schön. Daniel, Statement zur aktuellen Lage. Ey, es ist super, es macht mega Spaß. Gerne wieder. Aber stressig. Ja. Ich hab gerade euch gelobt, wie nett ihr seid, ne? Das ist top. Okay, was macht ihr ganz normal. Was macht ihr gerade? Ja, ich vlog gerade. Du vloggst? Ja. Sag es doch. Ich guck ja, blöder. Wie viele Getränke hast du mitgenommen? Ja, für. Außen ist fast schon angedeckt. Das ist echt ein Fehler. Oder weißt du, okay, Autor sein, das ist überhaupt nicht meins, dann legt es auf dem Desktop ab und was gut sein. Und erst viele Jahre später, 2013 war das, meinte dann Joshi zu mir im Biergarten so, manchmal das auch cool, nicht immer so kurze 5-Minuten-Videos rauszuhauen, wäre auch viel cooler, einfach mal so einen ganzen Spielfilm zu machen. Und ich war so, ja, aber ehrlich, wir haben kein Drehbuch, wir haben gar nichts. Doch, wir haben doch dein Buch, lass doch machen. Also, ja gut, mach mal. Dann haben wir uns dann zusammen beim Keller, im Keller meiner Eltern, haben uns da eingeschlossen, haben einfach mit der Spielreflex das abgedreht und zusammengeschnitten, hochgeladen, nichts dabei gedacht. Und der Film kam erstaunlich gut an. Schmutz. Oh.
Ich will nur kurz sagen, alle, die ein Bändchen haben, gell? Hoffentlich wisst ihr Bescheid. Es gibt eine Aftershow für euch. Also, ich muss erstmal sagen, der Film war am atemberaubend und zwischen dem und dem anderen liegen ja wirklich, also sieben Welten. Ich bin unglaublich, muss erstmal sagen. Ja, wo bist denn du gerade? Ich sehe hier, kann ich hier. Hi. So, die Filmpremiere ist rum. Der Film war eigentlich echt ganz gut. Ich mache jetzt noch ein paar Bilder und das geht. Moinsen. Die Filmpremiere war dann zu Ende und übrigens, ich mache das alles jetzt komplett ohne Skript, also ich wollte mal nicht ein bisschen so komisch rede, aber das mache ich immer. Filmpremiere, warum? Es gab eine große Fotoleinwand, die wir dann aufgebaut haben, wo man dann auch fotografieren konnte. Ich habe auch ein paar Bilder aufgenommen. Hier laufen gerade ein paar Bilder durch, yay. Da hat Tübi ein paar Bilder gemacht, C hat ein paar Bilder gemacht. Dann, weil dann zu wenig Platz war, ist dann Hübi nach draußen gegangen. Da war eine riesen Menschenmenge draußen, am Kino draußen. Schimtex war das, heißt, es gab ein paar Bilder mit Schimtex und Hübi, das heißt, ihr konntet hingehen. Vic und hat angefangen zu ringen, es war super viel los. Und was auch was ganz lustig war, ich habe Joe Finn getroffen, was ich gar nicht realisiert habe. Erst im Nachhinein habe ich bemerkt, yo, wir waren auf der Filmpremiere, ich habe ihn angesprochen. Und wir haben ein bisschen gequatscht. Ich habe es überhaupt nicht realisiert. Das war lustig. Naja. Ja. Wir sind jetzt gerade hier an der U-Station mit der CO-Gang. Und wir gehen jetzt... What the fuck? Da ist eine Taube. Was zum Fick macht eine Taube in der U-Bahn? Auf jeden Fall, wir holen jetzt ein Ticket und gehen jetzt fahren zum August in der Keller. Ich habe mies Hunger. Leute, hier seht ihr diese alte U-Bahn-Station aus den 50ern oder 60ern, keine Ahnung was das ist. Das ist halt diese ganz, ganz alte. Superfeld. Ja. Das ist eine Riesentruppe hinten. Leute, wenn ihr fragt, wie random ich bin, ich habe gerade ein Selfie mit C und Yoshi aufgenommen auf dem verfickten 3DS. So, der Abend neigt sich langsam dem Ende zu. Ich hatte gerade richtig fette Magenkrämpfe. Das war gerade How to Create a Demon Part 2, Junge. Bin gespannt, was wir heute noch machen werden. Und ich bin insane müde. Ich bin seit 19 Stunden gerade wach. So, du das wohl hier ist die Bohne. Nee, Leon. Du hast meine Bildblocker. Der Plan für heute ist, ich gehe dann doch nicht Club, weil ich gerade 10 Bauchschmerzen habe und dann nachher 30 Euro dafür wasten würde, dass ich ein paar Stunden im Club wäre. Wäre jetzt nicht so gut, wenn ich gerade für die Bild. Das heißt, wir gehen in einer halben Stunde. Und dann wollen wir den armen kleinen Mann zum Bahnhof, ja. Und dann passt das alles. Ja, und dann fahre ich bis 2 Uhr morgens nach Hause. Was kann da wohl schief gehen? Alles. Hallo. Da war sehr viel los. Dann sind wir halt, wie gesagt, in die U-Bahn gegangen. Und sind zum Augustinerkeller gegangen. Ich glaube, gefühlt mit nur 20 Leuten. Und es war echt schlimm, weil wir waren alle eigentlich, also die mit dem lila Bändchen waren halt reserviert. Und viele sind einfach so hingegangen, ohne Bändchen. Und dadurch hatten wir halt so ein Problem gehabt, dass viele hingegangen sind und haben die Plätze geklaut, für die eigentlich reserviert waren. Und halt niemand wusste, wie wir es machen, weil die Mitarbeiter vor Ort, also die Kellner, wussten ja auch nicht, wer jetzt rein darf und wer nicht. Und wir haben es auch nicht gecheckt, weil wir alle in so einen kleinen Gruppen reingegangen sind. Am Ende gab es 20 Plätze zu wenig. Ein paar mussten halt fertig essen, schnell möglich, und sofort sich verpissen, weil ihr dürft hier nicht her. Also nicht auf die reservierten Plätze. Hat sich kaum jemand dran gehalten. Aber egal. Irgendwie hat es dann doch gereicht. Wir haben zwar echt viele rausgeworfen, leider. Aber das war ganz spaßig. Wir hatten da ein bisschen geredet, ein bisschen was getrunken. War ein schöner Abend. Am Ende waren einige echt besoffen. Ich wollte auch am Ende gegen... Also die Idee war auch, dass ein paar Leute dann noch im Club gehen. Also mit Vic, Ceo, Yoshi, VP und noch ein paar. Ich glaube, so 5 Leute. Oder 6. Ich wollte eigentlich auch mit, aber ich hatte an dem Tag halt Bauchschmerzen und ich war müde. Deswegen bin ich doch nicht dahin gegangen. Aber wäre an sich ganz lustig gewesen. Und der Augustinerkeller war actually voll cool. Du gehst in so einen richtig fetten Keller und es geht so richtig weit runter. Und das war so eine riesengroße Halle. So 2 Hallenräume aus Backstein.
Dann drin ist einfach Essen und ein bisschen Musik und wird geredet und keine Ahnung, war cool. Aber es war ein bisschen zu viel für mich. Ich musste voll oft in die frische Luft, hab mir auch Ritalin reingezogen, weil ich es anders nicht ausgehalten hab und hab dadurch dann Magenkrämpfe bekommen. Yay.